Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Im Hintergrund seht ihr schon, gestern gab es den ersten Entwicklerstream zu Season 4, Year 1 von Skull and Bones. Und was soll ich sagen, der Stream war ein extremer Reinfall. Der ging ungefähr eine Stunde. Da lief alles falsch, was man sich vorstellen kann. Die Infos, da werden wir gleich drauf kommen. Auch nicht so geil. Ich habe aber trotzdem alles für euch zusammengetragen, weil da auch ein paar spannende Sachen bei sind. Im Positiven sowie im Negativen. Aber kommen wir erstmal zu dem Allgemeinen. Erstmal gab es angeblich Twitch-Drops, aber es wurde in der falschen Kategorie gestreamt. Das sieht man auch, wenn man sich hier den Stream nochmal anschaut. Ich habe den euch unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinkt. Dann seht ihr hier, die haben in Software- und Spieleentwicklung gestreamt. Das bedeutet natürlich, dass die Leute keine Twitch-Drops von Skull and Bones bekommen haben. Das war schon mal sehr, sehr witzig. Dann war der Game-Sound viel, viel, viel zu laut. Man konnte die Entwickler leider echt nur sehr schwer verstehen. Gerade der Kollege ganz oben, der Community-Entwickler, der war sehr schwierig zu verstehen. Hat es für mich auch nicht einfach gemacht, sich das ganze Ding durch reinzuziehen, um dann die Informationen für euch zusammenzutragen. Deswegen mache ich auch das Video, damit ihr es ein bisschen einfacher und vor allen Dingen auch schneller habt. Ja, es gab ein paar Themen, die habe ich mir aufgeschrieben, die sind ganz spannend. Also, Season 4 Reset, das wurde ich auch schon gefragt. Wird es wieder ein Reset geben? Ja, für Season 4 wird es wie in Season 2 und 3 auch ein Reset geben. In den Manufakturen, 300.000 Achtermünzen wird man wahrscheinlich mitnehmen können. Alle Manufakturen werden geresettet und alles ist so wie immer. Aber das ist das letzte Mal, dass das passiert. In Year 2 wird es keinen Seasonal Reset mehr geben, sondern ihr baut euer Imperium immer und immer und immer weiter aus. Was das genau bedeutet, das konnte ich noch nicht so sagen. Sie haben allgemein nicht viel bis gar nichts zu Year 2 gesagt, aber alle drei waren sehr happy über Year 2. Deswegen auch schon mal von mir mein Fazit zu allem, was ich bisher gehört und gesehen habe. Auch von dem, was ich weiß und wozu ich nichts sagen darf. Year 2 wird, glaube ich, nochmal richtig geil. Season 4 wird nur genau das gleiche von dem, was wir schon haben. Und gut, dass wir dabei gerade sind, weil in Season 4 gibt es natürlich auch wieder neue Waffen und ein neues Schiff. Das neue Schiff seht ihr hier gerade. Das neue Schiff ist wieder ein mittleres Schiff. Wo ich gerade sage, wieder mittleres Schiff, große Schiffe sind noch in weiter Ferne. Sie haben gesagt, genaues Zitat, not so soon. Also nicht so bald, schon balder, also eher als sie im Juli gefragt wurden, aber das dauert noch. Also vor nächstes Jahr, Frühjahr, gehe ich da nicht von aus, dass große Schiffe kommen werden. Hier das mittlere Schiff. Der Effekt ist darauf ausgelegt mit Piercing-Schaden. Wenn ihr Piercing-Schaden macht, dann macht ihr mehr Schaden. Meiner Meinung nach absolut unspannend. Aber das Schiff hat eine krasse Besonderheit. Und zwar könnt ihr Long Guns auch in den unteren Abteilungen mit reinmachen. Normalerweise kommt man da nur Kalibrieren und Halbkanonen unten reinmachen. Auf dem Schiff könnt ihr auch die Long Guns unten haben. Bedeutet, ich weiß nicht genau, wie viele Luken der hat. Vielleicht 6 oder 7. Das heißt, ihr habt anstatt 4 Long Guns, habt ihr 6 oder 7 Long Guns. Auf jeden Fall sehr nice. Dann wurden schon 2 neue Waffen gezeigt. Das sind noch nicht alle, die wir haben, aber 2 Stück. Blende ich euch einfach mal ein. Einmal ein Sprunglader, der macht so eine Kuppel. Das ist ein Schild, da können Gegner nicht reinschießen, man selber aber rausschießen. Das Schild kann man auch auf sich selber zünden. Finde ich sehr spannend. Und einen neuen Torpedo. Und der Torpedo, der macht auch Piercing. Der geht also durch alle Schiffe durch oder durch ein Schiff durch und trifft dann das nächste Schiff auch. Ja, ich bin nicht so der Torpedo-Typ. Müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das cool findet oder nicht. Dann war die Frage, wird es die Möglichkeit geben, alle Manufakturen auf einmal einzusammeln, beziehungsweise alle Manufakturen auf einmal wieder zu starten? Und nein, das wird nicht die Möglichkeit sein. Also zumindest mal nicht für Season 4. Der Entwickler hier hat selber gesagt, dass ihn das nervt und dass er da gerne eine Lösung haben möchte. Aber sie wissen keine Lösung, weil man ja auch bei den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, bei den verschiedenen Finanzierungen die Möglichkeit hat, zu sagen, ich will Rum finanzieren, ich will Gin finanzieren. Meiner Meinung nach sollten sie diese Unterscheidung einfach wegmachen, das ganze Boosting wegmachen, weil, come on, wer boostet noch Manufakturen, seitdem die Manufakturen so geringe Achtermünzen pro Stunde machen?
einfach immer das Gleiche und dann sagen, man kann alle auf einmal refunden, alle auf einmal einsammeln. Ja, das Einsammeln ist ja mittlerweile auch schon was einfacher geworden mit der Flotte und auch mit dem Autosammelfeature, aber vielleicht haben auch manche Leute nicht unbedingt Lust, in 6 verschiedenen Gebieten auf Autosammeln zu gehen. Aber ja, das Refunden, das wird leider noch etwas dauern, bis wir das auf einmal machen können. Dann war die Frage wegen der Map-Vergrößerung. Und was soll ich sagen? Map-Vergrößerung, das wird auch noch nicht kommen. Das dauert auch noch. Ich gehe da auch nicht von aus, dass das nicht vor nächstes Jahr irgendwann kommen wird. Map-Vergrößerung, da brauchen wir in Season 4 und Anfang nächsten Jahres gar nicht dran denken. Das dauert noch ewig. Ähnlich wie auch die großen Schiffe. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was kommt in Season 4? Und Leute, ich würde euch ja am liebsten anheizen und sagen, ey, Season 4 wird geil, aber es wird ist wieder ein neuer Boss. Der Bossfight sah ganz interessant aus, das kann man auch im Video sehen, schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Aber es gibt halt einen neuen Boss, 2 neue Seemonster und in Anführungsstrichen neu, weil es ist wieder Lestari und wieder Zamaribo, nur in anderer Form. Irgendwie, ich könnte mir vorstellen, als Knochengerüste oder als Geister oder irgendwie sowas, weil sie immer davon geredet haben, dass sie tot sind und wiedergebracht wurden von diesem Victor. Aber ja, da gibt es nichts Neues geben. Es ist dieser Victor, es sind diese beiden Monster und that's it. Viel mehr zu Season 4 wird sich geben, aber es wird ein PvP-Modus geben. Das heißt, obwohl falsch, das ist es nicht PvP, es ist, ihr könnt 6 Leute nehmen und mit 6 Leuten gegen Vikram kämpfen. Und da kann sich dann auch kein anderer mit anschließen. Bedeutet, ihr werdet auf einen anderen Server transferiert und kämpft dann mit diesen 6 Leuten gegen den Boss und könnt keine andere Hilfe von anderen Leuten bekommen. Dort wird es natürlich auch spezielle Belohnungen geben. Sie haben eine Belohnung genannt, da ging es um einen Special Effect. Ich gehe also nicht davon aus, dass man dort explizit andere Waffen oder sowas bekommen kann, sondern dass da nur um Cosmetics geht. Meiner Meinung nach relativ unspannend. Und dann gibt es noch die Frage zum PvP-Modus. Das wurde ja auch schon mal geteased im Sommer. Und ja, es gab da Tests. Es gab da Tests von der Fokusgruppe. Aber die Tests waren leider alle ernüchternd. Das dauert noch ganz viel Bearbeitungszeit. Da müssen noch viele Dinge gemacht werden, entwickelt werden. Und das dauert auch noch. Das wird also auch erst nächstes Jahr kommen. Also, Map-Expansion, große Schiffe, PvP, das neue Imperiumsgedöns, wo es kein Reset mehr gibt, sondern wo man das Imperium immer größer gestalten kann, wird alles erst nächstes Jahr geben. Und that's it. Es gibt keine Änderungen zu den Schiffverbesserungen. Also könnt ihr jetzt nicht auf Level 9 gehen oder sowas. Es wird keine Level 14 Schiffe geben. Es bleibt bei den mittleren Schiffen. Und was soll ich euch sagen? Es ist sehr ernüchternd. Und ich denke, Season 4 wird die erste Season sein, die ich skippen werde. Ich werde mir 300.000 Achtermünzen behalten, ganz viel im Ruderclub einkaufen an verschiedenen Grundmaterialien und dann auf Year 2 warten. Ich denke, ich werde Season 4 einfach skippen, weil das einfach nochmal genau das gleiche ist wie vorher auch. Klar, die Waffen sind ganz nett und auch das neue Schiff ist ganz nett. Vielleicht holt man sich das noch. Aber ansonsten wieder genau das gleiche wie vorher auch. Wieder jede Manufaktur sich holen und hochleveln und ja, ich weiß nicht. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen gespannt sein auf nächstes Jahr, wenn dann Year 2 startet. Season 4 ist zumindest mal von dem, was ich hier gesehen und gehört habe, nicht extrem spannend. Wenn ihr nichts zu Year 2 und Skull & Bones verpassen wollt, würde ich mich natürlich selber ein Follow freuen. Ich werde natürlich, sobald wir Informationen zu Year 2 haben, euch die mitteilen. Ansonsten, wenn ihr selber Skull & Bones spielt, dann kommt gerne auf unseren Discord. Da gibt es auch viele aktive Spieler. Wenn ihr also zusammen zocken wollt oder da noch Mitspieler sucht, dann joint dem Discord, da freuen sich die Leute. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst ein Like auf dem Video da, auch wenn der Inhalt vielleicht nicht so super spannend ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein Like da lasst. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.